Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und heute gibt es mal keine Runde Shakes and Fidget. Wir verlassen heute mal das gewohnte Terrain, um heute mal einen Vlog, seit Jahren mal wieder einen Vlog aufzunehmen, denn heute werden Paul und Payne anreisen, um das Wochenende hier mit mir zu verbringen in meiner Gaming Booth. Ja, ich habe die Kollegen jetzt seit, ich glaube, das letzte Mal in Köln zur Gamescom seit 3 Jahren oder so gewesen. Payne hat, glaube ich, eine Anfahrt von über 700-800 Kilometer, wenn nicht sogar noch mehr, holt den Paul ab und ja, die beiden kommen dann jetzt zu mir und wir werden das Wochenende zusammen verbringen hier. Heute ist Samstag um 17 Uhr, jetzt kurz nach 17 Uhr, die kommen jetzt gleich hier an. Und ja, ich werde euch mitnehmen, ein paar Ausschnitte zeigen über das Wochenende bis Montagmorgen, Montagmittag bleiben sie ungefähr hier. Also ein sehr, sehr kurzes, aber hoffentlich knackiges Wochenende. Und ja, der Plan ist heute auf jeden Fall erstmal ein bisschen gechillt einkaufen für heute Abend, für morgen. Morgen werden wir ja dann auch am Sonntag Livestream. Ich hoffe, ihr schaltet da auch ein oder habt eingeschaltet, wenn ihr das hier gesehen habt. Und dann würde ich sagen, ja, nehme ich euch mit auf die Reise mit Paul und Payne, Ignir vielleicht auch noch später, der wohnt ja bei mir hier auch um die Ecke. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß bei dem kleinen Zusammenschnitt / Vlog von dem Wochenende mit Paul, Payne und mir. Viel Spaß. Das ist auch ganz heftiger Content, gerade während man wartet hier und die gleich ankommen müssten, bekommt man denn so eine Sprachnachrichten hier? Okay. Hi. Ja. Also ich glaube, da ist jemand aufgeregt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, die Boys mal wieder zu sehen. Ey. So Leute, da sind sie endlich angekommen hier. Der 2 Meter Riesenasiate mit den blauen Haaren. Man kennt ihn aus unzähligen Heldengeschichten, wie zum Beispiel Shakes und Fidget. Ja? Dort ist er auch ein Dungeon-Gegner, aber so wie er auch aussieht, so eine Statur, kann das auch nur ein Dungeon-Gegner sein. Da ist er, der einzig wahre, Taul Perra. Herzlich willkommen. Ich geh wieder. Und? Der einzig wahre, The Golden, Payne, der so doll überbelichtet ist hier durch die Sonne, aber es ist wahrscheinlich er, ja, der hier so blendet. Sie haben es geschafft. Anfang. 900 Kilometer ist er hier angereist, ja. Und schön, dass ihr jetzt da seid. Schön, mich hier zu haben. Ja, und dann werden wir euch mitnehmen über das Wochenende. Da ist mein Schatten. Peace out. So Leute, wir sitzen gerade im Auto bei Payne, ja, wir holen jetzt gleich den Ignil ab, waschen noch schön sein Auto, ne? Machen wir noch ein bisschen Carwashing hier, werden noch einkaufen, danach geht's ins Steakhouse und dann lassen wir den Abend heute erstmal ausklingen. Wir haben gerade die Anmoderation gedreht für den Stream morgen und ja, es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr nicer Abend werden, denn bis später. So, ich weiß jetzt nicht, wie gut man mich hört, aber hier haben wir noch den Ignil am Start, ja, grüß dich, die beiden mal nebeneinander zu sehen hier. Alter, holy shit, ja, wir sind hier gerade noch in der Autowäsche, der Payne ist noch gerade am Waschen hier, ja, und danach wird eingekauft. Ich weiß nicht, wie gut man mich hört hier, ja, haben wir aus der Ego-Perspektive hier. Ja, auf die Bewegung mit. So Leute, wir gönnen uns jetzt hier ein schönes Ribeye Steak, ja. Hm? Und was hier? Du hattest hier das Filetsteak, ne? Filetsteak, ja. Der Filetsteak. Der Paulchen hat hier die geilen Rippchen und der Payne hat den Burger, Pulled Pork Burger. Dann wir uns Zwiebeln. Guten Appetit. Das Ding ist, das hatte ich vorhin schon zu Paul gesagt, der Poller da vorne. Ich glaube, der war schon mal öfter in dieser NDR-Doku gewesen. Ja, ne? Ganz oft schon. Als einer der höchsten Steuerverschwendungen, ja, Deutschlands irgendwie. Ich weiß nicht, wie viel der gefressen hat. Es gibt noch eine Dokumentation darüber. Aber ich habe irgendwie eine Zahl im Kopf von 500.000 oder, ja, so. Der Poller da vorne. Und gerade wäre schon wieder fast passiert. Ich würde mich aber nicht wundern, wer das erste Mal, Alter, wie das quietscht. Hast du Angst? Ich bin unsichtbar. Paul? Wo ist Paul? Hallo? Paul
Nächsten Tag. So Leute, wir sind gerade in einem Fischrestaurant hier an der Ostsee. Und da sitzen die Kollegen. Auf Klo. Ja. Habe ich meine Goldgrube die ganze Zeit abgeholt. Ah, hat mehr gemacht als du jetzt in der Zeit. Was sagen Sie dazu? Ich bin immer noch ein Dungeon-Gegner. Wie finden Sie das? Ziemlich nice. Was sagen Sie dazu? Hast du noch Aura eben gesammelt? Ja, auf dem Klo, ja. Was sagst du dazu? Ja, natürlich. Er kretscht mich jetzt aber nicht weg, oder? Was? Was hat er vor? Oh Junge, ich hab ein bisschen Angst. Oh Junge! So Leute, wir sind hier gerade am Ostsee und ich stehe gerade ein bisschen im Wasser. Der nächste Tag ist angebrochen, meine Hose ist jetzt nass. Da hinten stehen die Boys. Ja, das sind die Boys. Und wir chillen hier ein bisschen am Meer. Ah, nachher geht's dann los zum Stream. Um 18 Uhr hauen wir ja den Stream an. Bis dahin chillen wir noch ein bisschen. Wir werden gleich ein Fischbrötchen machen und ganz gechillt unterwegs sein. Gestern Abend war lange. Ich habe mal bis 8 Uhr morgens gemacht. Die Boys waren nachher um 6 Uhr oder so weg. Haben dann gepennt. Da habe ich 4 Stunden geschlafen oder so. Und dann haben wir gedacht, jo, zeigen wir den Dudes mal ein bisschen hier die Ostsee, damit sie auch mal was Schönes haben hier und ein bisschen Urlaubsfeeling aufkommt. Guckt euch den an. Ich bin Meerjungfrau. Er hat schon Sand in den Haaren. Mehr Sand am Meer als Sand am Meer. Schon heftig. Payne ist gerade am Kacken. So Leute, wir sind gerade am Futtern hier. Der gute Chris, aka Igne, hat uns köstliche, du kannst das besser beschreiben. Sag mal, was hast du uns gezaubert? Carbonara. Carbonara. Mit? Traditionell. Mit Pecorino, Pancetta, weil es hier kein Guanciale gibt. Und ansonsten Wachteleier. Zwei ganze Eier, traditionell. Nicht nur das Eigelb. Und ansonsten viel, viel Pfeffer. Ja. Also den Pfeffer habe ich auf jeden Fall auch rausgeschmeckt. Also ist schön würzig, schmeckt super gut, hat echt geil geschmeckt. Ansonsten, wir chillen gerade hier. Ja, der Penny ist auch hier noch am Start, hat gerade gestreamt, ich habe gerade gestreamt. Igne wird nachher noch streamen. Der Paul ist jetzt gerade am Start mit seinem Account auf W50. Wir sind hier gerade am Livestream abends, ne, sonntags. Und nebenbei, als wir gestreamt haben, hat halt der Chris hier super wunderbar gekocht. Sieht natürlich aus wie ein Schlachtfeld, aber so muss das auch sein. Ist auch genug am Start, die Fleischstückchen da, ne? Die sind so, da muss ich erstmal hier. Also wirklich, ganz lecker. Ja, top, wirklich top gemacht, super. Ja, und der Paul ist hier wirklich gerade am Stream. So, ne, wir haben uns jetzt immer abgewechselt so ein bisschen. Und jetzt ist gerade der Paulchen hier bei mir an der Station dran. Ne? Moin, Meister. Ne? Und streamt hier gerade sein Account auf W50. Ich habe gesehen, du hast eben schon Level abgemacht. Ne? Herzlichen Glückwunsch dazu. Du haust mir wieder mehr ab, das gefällt mir gar nicht. Ich mache ja noch einen Platz, habe ich gehört. Und sind hier nebenbei am Streamen und der Chat. Leute, jetzt schnell in den Chat schreiben, ihr seid im Video. Der oder? Chat ist hier auch am Stissel, Manissel, Verschissel. Und ich grüße den Chat hier nebenbei. Ist gerade der Vlog für das Video, was wir zusammen aufnehmen werden. Ja? Hier seht ihr mal ein bisschen, wie das hinter den Kulissen aussieht hier. Nur, dass jetzt anstatt der Dorzer, der Paul Terra sitzt, ja. Beachten Sie sich die Palme, die da so im Hintergrund schon fast vertrocknet ist, ja. Und hier ist auch der Chat am Start. Grüßt euch, Hallöchen, schön, dass ihr hier seid. Freut mich sehr, macht mega, mega Laune, ja. Und die Carbonara ist auch echt lecker, musst du nachher mal probieren, ne. So, also ein richtig geiler Abend. Freut mich sehr, dass ihr da seid. Macht super Spaß. Dann morgen. Moin. Servus. Moin. Moin. Das war... Alter, du bist immer überbelichtet. Ich strahle einfach zu. Das war das Wochenende. Ich hoffe, die kleinen Einblicke haben euch gefallen. Einfach zu breit für die Wohnung. Scheiß Tag. Ja. Ich strahle aber so richtig. Leute, ich hoffe, der kleine Zusammenschnitt von dem Wochenende hat euch gefallen. War auf jeden Fall ziemlich cool gewesen. Freut mich, dass ihr wieder da gewesen seid. Ja, ich fühle genauso. Richtig Bock gemacht, ja. Und auch wenn die Anreise ziemlich lang war und das Wochenende dafür ziemlich kurz,
hat sich trotzdem vielleicht auch ein Stück weit gelohnt. Das war schon sehr sick, ja. Danke erstmal für deine Gastgeberfähigkeiten, die waren echt immens. Das war schon toll. Gar kein Problem. Brachial, kolossal. Bin ich immer für zu haben. Und ja, ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Ansonsten sind wir soweit raus. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das geht, bitte. Ganz schnell. Das geht. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ja, ich muss raus. Haut rein und bis zum nächsten Mal.